Mit dem Online-Spielen kommt große Verantwortung. Und ich meine nicht die Verantwortung sich selbst gegenüber, darauf sollte man natürlich auch achten, sondern die Verantwortung gegenüber anderen. Und das hat sich auch ein League of Legends-Fan gedacht und einen offenen Brief an alle Eltern von LoL-Spielern verfasst. Die Problemstellung. Viele Eltern ziehen ihre Kids frühzeitig vom Spiel ab, was sich auf die ganze Online-Gruppe auswirkt. Die Lösung? Eltern sollen sich in der Verantwortung sehen, ihren Kindern Pflichtbewusstsein und Zuverlässigkeit gegenüber anderen beizubringen. Da eine Runde bis zu circa eine Stunde dauern kann, sollten die Eltern genau dieses Limit in ihrer Zeitplanung berücksichtigen. Wer also in einer halben Stunde schlafen gehen würde, der sollte kein neues Match mehr anfangen. Und wenn der Schützling gerade spielt, dann soll man nur bei einem Notfall stören und die Runde nicht wegen Belanglosigkeiten wie zum Beispiel E-Mails checken unterbrechen. Immerhin sind ja Spielestatistiken von bis zu 9 Leuten dran gebunden. Okay, soweit so gut, doch wie alt ist eigentlich so ein LoL-Spieler im Durchschnitt? Laut einer Riot-Infografik von 2012 sind 85% der LoL-Spieler zwischen 16 und 30. Und laut einer Reddit-Umfrage sind über 50% der Spieler unter 20. Man könnte also sagen, dass die Hälfte der League of Legends-Spieler alle noch Teenager sind, wenn man den Umfragen Glauben schenken möchte. Aber ich sehe ehrlich gesagt die Verantwortung nicht bei den Eltern, sondern bei den Teenagern bzw. den Spielern selbst. Ich meine, man weiß ja selbst am besten, was für Regeln zu Hause gelten, wann man schlafen muss, wann die Hausaufgaben gemacht werden müssen und. Wie seht ihr das denn? Gibt es eigentlich einen Knigge für Multiplayer? Sollte der verfasst werden, wurde der schon verfasst und vor allem, was würdet ihr da reinschreiben? Also an welche Regeln sollte sich ein Spieler halten, wenn er einen Multiplayer spielt? Das würde mich interessieren. Schreibt mir doch eure Meinung dazu unter dieses Video in der Kommentarfunktion. Das war mein Thought of the Day. Tschüss!